Ja, Philipp Lahm, gegen Nürnberg, bayerisches Derby, du als Bayer, ist es für dich ein besonderes Spiel, ein anderes Spiel? Also es ist jetzt kein Stadtderby 1860, aber trotzdem ein Derby, ist es was Besonderes? Für mich als Bayern ganz klar. Also das Derby ist immer was Besonderes, immer eine schöne Stimmung im Stadion, ob auswärts oder dann daheim. Natürlich ist es lieber, wenn man daheim spielt in der Allianz Arena. Aber es ist immer eine schöne Atmosphäre, schöne Stimmung. Hoffentlich passt das Wetter und dann können wir uns wirklich auf ein schönes Derby freuen. Im letzten Spiel gegen Nürnberg, noch gute Erinnerung ans letzte Heimspiel, oder? Da stand es, glaube ich, zur Halbzeit 5-0. Ja, wenn Sie das sagen, dann ist das wahrscheinlich richtig. Ja, und das gar nicht mehr so im Hinterkopf gewesen? Das war gut. Wir haben so viele Spiele, also das sind schon ein bisschen her. Deswegen, wir wissen, was in dieser Saison passiert ist. Wir wissen, dass Nürnberg, glaube ich, ein bisschen mit Euphorie vielleicht kommt, weil sie letztes Mal noch das, also am Wochenende noch den Ausgleich kurz vor Schluss geschafft hat. Vielleicht hilft ihnen das ein bisschen. Aber klar ist, dass wir auf uns schauen müssen. Das ist ja außer Frage. Wir spielen daheim bei uns und für uns zählen natürlich nur 3 Punkte. Das ist ja ganz klar. Punktausbeute stimmt nach 2 Spielen. 6 Punkte, perfekte Ausgangssituation. Spielerisch gibt es wahrscheinlich noch leichte Verbesserungen. Wo knirscht es noch so ein bisschen, an welchen Stellen? Verbesserungsmöglichkeiten gibt es überall, offensiv wie defensiv, und das wissen wir auch. Wichtig ist, dass man in so eine Bundesliga-Saison einfach gut startet, und das haben wir geschafft. Wir haben 6 Punkte aus 2 Spielen. Wir wissen vom letzten Jahr, wie gut es ist, wenn man sehr, sehr gut startet. Ich glaube, da sind wir mit 8 Siegen gestartet. Also das war natürlich ein Top-Start, weil man von vorne weg marschieren kann. Wir wissen es aber auch von den Jahren zuvor, wenn man ein bisschen Probleme hat beim Start, dann ist man gleich in Zugzwang. Und deswegen war es für uns wichtig, dass wir jetzt hier gut gestartet sind, dass wir uns verbessern müssen und verbessern wollen. Das machen wir tagtäglich. Wir hatten jetzt auch wieder eine normale Woche. Das heißt, kein Länderspiel unter der Woche, keine Reisen, sondern wir konnten vernünftig trainieren. Ich glaube, dass das uns auch nochmal weiterhilft. Herr Lamm, Sie sagen, Sie freuen sich aufs bayerische Derby. Jetzt gab es ja auch am Dienstag die Einkleidung, die Lederhosen. Jetzt haben wir heute Sie hier in der Pressekonferenz und später auch Thomas Müller, die sozusagen in Anführungszeichen Ur-Bayern beim FC Bayern. Vielleicht können Sie mal kurz beschreiben, was für Sie dieses bayerische Lebensgefühl bedeutet und auch, dass Sie hier in dieser Stadt, in der Sie geboren sind, auch für diesen Verein spielen. Ja, das ist schwer zu sagen. Man muss hier, glaube ich, leben, um das alles kennenzulernen, was München ausmacht, was Bayern auch ausmacht. Man braucht nur mal ein bisschen weiter wegfahren. Die Seen, die Berge sind natürlich sensationell bei uns. Alles drumherum, das Wetter passt seit ein paar Wochen auch sehr, sehr gut. Deswegen, und natürlich der Verein ist was Besonderes hier, wenn man als gebürtiger Münchner, so wie ich, bei diesem Verein hier spielen darf, dann ist es einfach was Schönes, zu Hause bleiben zu dürfen, ist was Schönes, und ja, da freut man sich dann eben auch auf ein Derby gegen Nürnberg. Jetzt sagt ja auch Franck Ribéry, hat er vor kurzem erklärt, er fühlt sich auch schon jetzt nach 6 Jahren beim FC Bayern als richtiger Bayer. Müssen Sie da ein bisschen schmunzeln oder können Sie das nachdenken? Definitiv, weil mit dem Bayerisch, da tut er sich noch sehr, sehr schwer. Da auch dran anschließend, wer spricht denn eigentlich am besten Bayerisch beim FC Bayern? Thomas Müller, würde ich sagen. Also der kommt ja auch von ein bisschen außerhalb. Hat der schon noch richtig im Blut. Bei mir ist es natürlich auch noch da, aber das ist wirklich nur, wenn der Thomas mit mir spricht oder wenn der ein oder andere Physio mit mir spricht. Also wenn wir unter Bayern sind, dann klappt das schon noch ganz gut. Eine Nachfrage gleich zu Franck Ribéry. Die Wahl zum Europafußballer des Jahres steht ja jetzt an. Ist es so, dass Franck Ribéry bei dieser unsäglichen Geschichte damals vor 2 Jahren, Prostituiertenaffäre, dieses in der Presse, ist er ein Stück weit ernster und noch professioneller geworden? Wie ist da der Eindruck in der Mannschaft? Nee, ich glaube, er hat sich einfach weiterentwickelt. Also ich weiß nicht, ob professioneller. Ich habe Franck immer als sehr professionellen Fußballer kennengelernt und erlebt. Deswegen, ich glaube, das ist eine normale Entwicklung. Franck wird älter, kriegt mehr Erfahrung und spielt so auch besser. Also ich glaube, das ist normal, es ist eine Entwicklung vom Fußballer, die einer macht. Er hat jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren auch, glaube ich, mehr Wert auf die Defensive auch gelegt, da besser mit der Mannschaft zu arbeiten. Das hat er in den Jahren zuvor ein bisschen schleifen lassen vielleicht, aber das ist eine normale Entwicklung und deswegen ist er auch absolut zu Recht da als Europas Fußballer nominiert unter den Top 3. Das sind 3 sensationelle Fußballer, alle 3. Ist ja klar, wem ich die Daumen drücke. Also da braucht man ja nicht lange überlegen, aber alle 3 sind hervorragende Fußballer. Und was zeichnet Franck Ribéry dann als Menschen aus? Würdest du sagen, seine Scherze, jetzt langsam kannst du es auch nicht mehr sehen nach 10 Jahren, oder ist das noch irgendwie? Nee, das ist immer noch, er lässt sich ja immer wieder was Neues einfallen. Deswegen aber netter Kerl und
einer, der definitiv Spaß hat auf dem Platz wie neben dem Platz. Und wenn man was für ihn tut, dann kriegt man auch was zurück. Also deswegen, ich glaube, für ihn ist Freundschaft ein großes Wort und Freunde zählen bei ihm sehr, sehr viel. Noch ein anderes Thema, das im Moment ein bisschen hochkommt, sind Dopingkontrollen. Mich würde interessieren, wie das beim FC Bayern abläuft, die Dopingkontrollen außerhalb des Wettkampfs, also zum Beispiel hier beim Trainingsgelände. Was wollen Sie wissen? Ich kann Ihnen alles sagen. Also ich kann sagen, dass bei mir ab und zu um 8 Uhr in der Früh geklingelt wird zu Hause und ein Dopingkontrolleur vor der Tür steht. Und wie sehr nervt das? Ist das irgendwie, gehört das einfach zum professionellen Fußballeralltag dazu? Oder ja, Dopingkontrollen gehören dazu, das muss man ganz klar sagen. Ob es um 8 Uhr in der Früh sein muss, ist wieder ein ganz anderes Thema. Ob es privat sein muss bei Fußballspielern, ist auch ein anderes Thema. Es ist so, wir müssen alles angeben. Ich muss angeben, wo ich im Urlaub bin. Ich muss angeben, ob ich zu Hause bin, ob ich irgendwo anders bin. Das gehört dazu, aber ob das nervig ist, ich glaube, das brauche ich nicht beantworten. Ja, kann das dann auch im Urlaub passieren? Es kann im Urlaub passieren. Also ich muss meinen Urlaub angeben, wo ich genau bin und muss dann zu erreichen sein. Kann sein, dass im Hotel einer steht und sagt, hallo? Könnte theoretisch sein. Wie ist das jetzt? Jetzt ist im Moment diskutiert, dass auch Blutkontrollen eingeführt werden. Redet man dann untereinander in der Mannschaft darüber, dass man sagt, um Gottes Willen, jetzt das auch noch? Oder muss man das einfach alles so hinnehmen, was entschieden wird? Ja, das ist ja noch nicht alles sicher, glaube ich. Also auch wie häufig es ist oder was auch immer. Deswegen, ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich bin Sportler, ich muss das über mich ergehen lassen. Ja, wenn Blut abgenommen werden muss, dann muss es eben so sein. Da kann ich auch nicht was anderes machen. Ich kann mich nicht weigern, weil sonst wäre ich 8 Monate oder 2 Jahre gesperrt. Das ist genau das Gleiche, wenn ich irgendwas falsch angebe und sie stehen vor meiner Tür und bin nicht zu Hause und erreiche die Dopingkontrolle nicht in einer Stunde, dann habe ich ein Problem. Herr Lamm, ich würde gerne nochmal auf die Identität des Vereins zu sprechen kommen. Was Sie auch ständig durch die Saison trägt, so auch letzte Saison, was auch hinten bei Ihnen im Trikot drin steht, dieses Mir sei mir. Könnten Sie das mal beschreiben aus Ihrer Sicht, was das für Sie bedeutet? Das dauert zu lang, glaube ich, das zu beschreiben, weil es zeigt natürlich den Verein, aber die Verbundenheit zu Bayern auch, zu den Werten, was der Verein vorlebt, was ich glaube auch die Gesellschaft hier vorlebt. Also ich glaube, das ist ein großer Begriff, da passt einiges rein. Auch die Vergangenheit gehört natürlich dazu, die der FC Bayern natürlich auch hatte. Und noch eine Frage, jetzt eben Dienstag gab es wieder die neue Ausstattung mit den neuen Lederhosen. Die findet ja jedes Jahr statt, ein paar Wochen vor der Wiesn. Meine Frage ist, wie viele Lederhosen haben Sie denn eigentlich schon zu Hause und ziehen Sie sie auch ab und zu mal so privat an? Es ist nicht so, dass wir jedes Jahr eine neue Lederhosen bekommen. Also die neuen Spieler werden immer neu eingekleidet. Aber ich habe die ein oder andere zu Hause, das muss ich gestehen. Ist auch was Schönes. Privat eher selten. Natürlich bei uns in Bayern ist ja auch manchmal so, zu Hochzeiten, was auch immer, zu Geburtstagen wird oft mal geladen in Tracht. Dann zieht man natürlich gern die Lederhosen an. Eine Frage zum Derby. Sie haben die Atmosphäre angesprochen, dass es beim Derby immer das Stadion kocht. Gegen Gladbach war die Atmosphäre jetzt nicht so berauschend. Wie hoffen Sie oder wie wünschen Sie, dass die Atmosphäre am Samstag ist? Ich bin mir ziemlich sicher und ich würde mich freuen, wenn sie einfach so eine richtige Derby-Stimmung ist. Natürlich fair, ohne Gewalt, das gehört alles dazu. Oder das gehört nicht dazu zum Fußball, aber zum schönen Derby gehört es dazu, dass alles friedlich ist. Aber eine schöne Stimmung einfach im Stadion, das gehört nicht nur zum Derby eigentlich, sondern zu jedem Spiel. Letztes Mal war es ein bisschen weniger, aber ich glaube, dass jetzt am Wochenende wirklich wieder Samstag halb vier Derby-Zeit ist was Schönes. Ich glaube, da freuen sich die Fans auch drauf. Philipp, anschließend vielleicht zu der Frage bezüglich der Südkurve. Die protestieren ja seit einigen Monaten auch schon die Fans und der Herr Rummenigge hat sich gestern auch im Stadionheft dazu geäußert und ist so ein Schritt auf die zugegangen. Wie stehst denn du dazu und hat das vielleicht auch irgendwelche Auswirkungen auf das Spiel oder auf eure Spiele? Klar will man eine gute Stimmung im Stadion haben und klar will man, dass alle Fans einen anfeuern. Also das ist ja klar. Ich glaube, jeder Fan oder Zuschauer, der ins Stadion geht, will auch eine schöne Stimmung im Stadion haben. Also das gehört dazu. Will man auch gern haben.
Wenn das nicht der Fall ist, gibt es meistens irgendwelche Gründe. Die Gründe kenne ich nicht. Ich kenne das Interview noch nicht, weil ich das Bayern Magazin erst morgen oder erst am Samstag lese. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was genau da drin steht. Ich bin kein Fachmann dafür in Sachen, was geht da jetzt im Moment oder was ist da im Moment los? Was ist der Streitpunkt? Weiß ich nicht, kann ich nichts darüber sagen. Ich glaube, da sind andere gefragt dann. Sportlich nochmal, Philipp. Ich war gestern in Nürnberg, habe mit Ginczek Pino da gesprochen und die sind natürlich auch heiß aufs Derby, freuen sich aufs Derby. Haben beide so ein bisschen erkannt oder beziehungsweise sehen wollen, daher die Frage an dich, dass es in der Defensivabstimmung jetzt komplett die ganze Mannschaft eher hapern würde als in der Offensive, dass in der Offensive ihr so stark seid und immer in der Lage seid, Tore zu erzielen, aber gerade in den ersten beiden Spielen noch nach hinten nicht so gut organisiert war, wie vielleicht in der letzten Saison. Ist der Eindruck der Spieler da richtig oder habt ihr jetzt gerade speziell auch in der Woche vielleicht noch in der Defensivabstimmung gearbeitet? Beides kann ich mit Ja beantworten. Also wir haben die Woche wieder in der Defensive gearbeitet. Und ja, klar, wenn man das Gladbach-Spiel vor allem sieht, haben wir viel zu viele Torschancen zugelassen, klare Torschancen zugelassen. Ich denke, gegen Frankfurt war es besser. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir kaum eine Torschance zugelassen. In der zweiten Halbzeit kommt man dann auch mal durch lange Bälle, das kann immer mal passieren, also ich glaube gegen Frankfurt wird es insgesamt doch ordentlich, nur man muss halt dann das 2-0 machen, also gibt es auch noch Verbesserungspotenzial in der Offensive, wir haben uns Torchancen erarbeitet und wir wissen, dass wir immer ein Tor machen können, aber da muss man sie auch nutzen und dann, wenn man 1-0 in Führung geht, vielleicht ein zweites Nachleben legen, das beruhigt natürlich die Mannschaft dann auch und gibt der Mannschaft Selbstvertrauen. Deswegen, es gibt immer alles zu verbessern. Aber klar, wir haben einen Schwerpunkt natürlich jetzt in diese Woche wieder auf die Defensivarbeit gelegt. Ist es jetzt vielleicht nur die Frage des Systems oder vielleicht auch der Kommunikation, dass man vielleicht untereinander vielleicht noch mehr sprechen muss? Oder ist es jetzt allein nur diese Umstellung auf das 4-1-4-1-System? Ist nicht allein die Umstellung. Also klar, man muss immer viel reden auf dem Platz. Es ist auch nicht die Umstellung, ob man mit einem Sechser spielt oder mit zwei Sechsern, sondern dass wir ein bisschen was verändern. Das wird man, glaube ich, in ein paar Wochen dann wirklich genauer sehen, was wir verändern wollen. Und das sind einfach Details und die müssen sich anpassen. Die Automatismen, die wir letzte Saison dann eben auch hatten, nach 2 Jahren mit Jupp Heynckes, die wir dann als Mannschaft hatten, die müssen sich halt jetzt erst wieder einspielen neu, weil wir eben kleine Details einfach verändern, wo der eine hinläuft, wo der andere absichert. Das sind Kleinigkeiten einfach, die wir machen. Und das braucht eben seine Zeit. Und das, glaube ich, war jetzt wieder ein Vorteil. Letzte Woche waren wir von den Nationalspielern eben von Montag bis Mittwoch weg, Donnerstag Regeneration, Freitag Abschlusstraining, Samstag Spiel. Das ist schwer, etwas zu trainieren in dieser Zeit. Und deswegen war es jetzt sicher von Vorteil, dass wir jetzt eine normale Woche hatten. Ist es gut, dass gerade jetzt dann englische Wochen sind, weil sich das dann einfach schneller einschleift? Ja, eigentlich ist es immer was Schönes, wenn englische Wochen losgehen. Es kommt jetzt nächste Woche eine englische Woche, aber danach geht es schon wieder 10 Tage zur Nationalmannschaft. Deswegen ist da dann immer ein bisschen schwieriger. Aber in der Nationalmannschaft braucht man natürlich auch die Zeit, um etwas einzutrainieren. Nochmal zurück zum Bayerischen Derby. Jetzt ist ja der TSV 1860 auch sehr gut in die Saison gestartet. Wie sehr würden Sie sich wünschen, dass die Löwen auch mal wieder aufsteigen und es dann vielleicht in der nächsten Saison wieder das echte Münchner Derby gibt? Ich hätte nichts dagegen. Also es gibt dann wieder eine kurze Auswärtsreise. Würden wir uns alle drüber freuen. Und Derby ist immer was Besonderes. Ich kenne es noch, Derby, Bundesliga, wir haben im Pokal dann auch gegeneinander gespielt. Ist immer super. Ist, Allianz Arena, halb fast. Ja, was Schönes. Also deswegen, klar, würde man sich das wünschen. Und mit dem Nebeneffekt, man hat eine Nacht mehr zu Hause. Pokal war ja glücklich, ne, damals. Sehr glücklich, 1-0 gewonnen, kurz vor Schluss, in der Verlängerung, glaube ich, 119. hat gereicht. Ende nächster Woche ist dann ein ganz großes Highlight im europäischen Supercup. Bisher hat es nie geklappt, den zu gewinnen. Ich glaube, dreimal gab es die Chance für die Bayern. Ich glaube, gegen Liverpool zuletzt verloren, Anderlecht mal, Kiew. Warum hat man das irgendwie bisher noch nicht geklappt und wie sehr hat man das auf der Uhr, den Titel wollen wir unbedingt haben? Weiß ich nicht, wieso es nie geklappt hat. Also ich, ist auch schon eine Zeit lang her. Klar, man will den unbedingt haben und da werden wir daran arbeiten, aber jetzt steht das Spiel am Wochenende im Vordergrund, dann haben wir nochmal ein Bundesligaspiel am Dienstag und dann werden wir uns erst fokussieren auf den Supercup dann. Ich hätte noch eine Frage zu Mario Götze, der jetzt endlich wieder im Rhythmus kommt vom Trainieren her. Wie siehst du ihn in seinen ersten Wochen beim FC Bayern? Wie macht er sich? Sehr, sehr gut, aber ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, Spieler zu beurteilen, aber dass er ein Top-Spieler ist, absoluter Top-Spieler auf absolut hohem Niveau, das ist außer Frage.
Vielleicht allerletzte Frage noch, Pep in der Lederhosen, wie sah es aus? Top, aber ich glaube, der Tiger hat ihm ein paar Tipps gegeben. Okay.